Eieiei. Ja, war eine unnötige Niederlage. Lag auch nur an der Aussage, dass wir ein Unentschieden holen am Anfang. Ich wette es mit euch. Diese Aussage ergibt einfach null Sinn. Er geht denn zu seiner Mannschaft und sagt, so, wir holen ein Unentschieden. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist es ja, jedes Spiel zu gewinnen, oder nicht? Oder nicht? Fogi, ich brauche dich in Topform. Reagiert er wahrscheinlich nicht. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann wollen wir mal für Aufsehen sorgen hier. Golfspielen gehen natürlich ganz wichtig. Erste Mannschaft. Prieter rein. Okay, ab geht's. Hinspiel 1-1 gespielt. Gebt euer Bestes, ich mache jetzt keine Ansagen hier. Gegen wen spielt Nürnberg? Spiel ich gegen Stuttgart? Jo, ich bin gegen Stuttgart. Wie Stuttgart jetzt aber auch hier. Fuck, Stuttgart, ey, das sind Idioten, Mann. Kriegen die es nicht geschissen? Ganz im Ernst. Ist doch kacke. Führen die sogar schon 2-0. Wer hätte denn gedacht, dass die gegen Stuttgart gewinnen? Ich achte auch mehr aufs andere Spiel als auf mein Spiel. Ne? Jetzt gewinnen wir das Ding aber auch, Jungs. Wenn nicht, rasiere ich eure Köpfe. Ja, und Stuttgart macht jetzt mal bitte den... Ach, fuck off! Das kann doch nicht wahr sein! So, was können wir denn noch ändern, irgendwie, dass es besser läuft? Schütz rein. Fuck off, ey, es ist doch kacke. Ja, führen wir schon direkt wieder 2-1. Jetzt macht Stuttgart mal bitte den Ausgleich, weil sonst ist das echt kacke hier, was wir hier machen. Sonst gibt es ja, glaube ich, gar keine Möglichkeiten mehr, dass wir hier noch irgendwie aufsteigen, ne? Zumindest in der Relegation kommen, so. Eins, drei, wunderbar. 1-4, wunderbar. Oh, Nürnberg hat gewonnen. Es sind Idioten, die Stuttgarter. Weißt du, braucht man den mal? Braucht man die mal? Muss man sich mal auf die verlassen? Ah, kacke, ey. Das ist jetzt kacke. Allerdings mal wieder einen schönen hohen Sieg gefeiert. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich wenig bringen wird. Ja. Ich gehe jetzt mal, also ich glaube, die Chance ist jetzt relativ gering, dass wir noch irgendwie Chancen auf den Aufstieg haben. Muss halt Nürnberg irgendwie einmal unentschieden spielen, weißt du, und wir müssen gewinnen, dann sind wir schon wieder vor denen, aber die haben halt so ein leichtes Restprogramm, dass ich da nicht dran glaube, dass sie, obwohl Michael Frey ist gelb gesperrt, vielleicht ist das die Chance, vielleicht. Okay, so, was haben wir auf der Bank? Tom Schütz kommt wieder rein für Prietl. Linner ist auch in Topform, wie kommt's denn dazu? Hauke Wall kommt für Pieper rein. Golf spielen natürlich. Infrastruktur. Ich dachte, darum kümmert sich der Kollege hier. Hallo. Okay, so. Erstmal ein bisschen loben, ne? Super letztes Spiel. Großes Lob. Alex Perez enttäuscht. Ja. Nein, nicht. Abbrechen. Ich will hier gar nichts ziehen. Okay. So, ab geht's. Eieiei, das ist auch wieder so ein kniffliges Spiel jetzt. Nürnberg muss jetzt gegen. Ist das schon der letzte Spiel? Das ist schon der letzte Spieltag. Scheiße. Aber die liegen hinten. Sie liegen hinten. Jetzt ist Hannover Dritter. Wie kommen die denn dahin?
Jungs, wir müssen ein Tor schießen. Jawohl, nein, ja. Ist doch okay, das Unentschieden. Was, wir sind Zweiter? Sind wir gerade auf den zweiten Platz geklettert? Habe ich das richtig gesehen? Oh, scheiße. Eieiei. Okay. Ganz entspannt, okay. Ganz ruhig. Wir sind Zweiter. Wir sind... Ach, fuck off. Aber Dritter immer noch. Dritter noch immer. Dritter. Relegation. Also mit dem zweiten wäre ich glücklich, ja? Aber hat Darmstadt den erstmal gut noch die Saison versaut am letzten Spieltag. Ey, Dursun, Junge, der Wichser, der gegen uns auch das 1-0 gemacht hat. Alte Falte, ey, gegen wen spielen wir denn jetzt? Ich hoffe, gegen was Machbares. Ich hoffe es. Gegen Union Berlin. Schwierig. Ich glaube, die sind auf jeden Fall stärker. 778. Ja. Holy moly, ey. Wollen wir mal zweite Bundesliga gucken. Tom Schütz und Reinhold Jaro im Blickfeld. Jonathan Klaus im Blickfeld. Und Amos Pieper im Blickfeld. Jawollo. Oh shit, ey. 769. Union Berlin hat wahrscheinlich auch noch eine Scheißform. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das auch schaffen könnten. Ist halt natürlich kacke. Kacke schwierig. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ist einfach kacke schwierig. Warum ging meine Nerven ja schon blank, ey? Aber ich will den Aufstieg. Super, letztes Spiel, ey. Wir nochmal quatschen. Nein, Tom Schütz wahrscheinlich auch nicht, ne? Die haben wir auch. Ich muss schon sagen, Tom Schütz und Jaro, die liefern echt in der Hinrunde konstant geile Leistung ab, ne? So. Geschäftsführer Samir Arabi informiert sie darüber, dass der Verein für den fünften Tabellenplatz bei den Ligapreisgeldern eine Prämie von 7,86 Millionen erhält. Sauber. Fett Geld gescheffelt. Ach Gott, ey. Schauen wir uns die Mannschaft mal an. Ich will die Mannschaft ansehen hier. Wo geht denn das? Hä? Hier oben, ne? Saisonheft. Jung Berlin. 80 Junos in Mali. What the fuck, der hat doch keine. Das ist auch nur zur Laie, ne? Ist jetzt nicht das Beste. Na gut, Mainz steigt ab. Krass, okay. Und Paderborn, hätte ich mir lieber gewünscht, so. Im Relegationsspiel. Wäre ein bisschen einfacher geworden. Wäre auch nochmal fettes Spiel gewesen. Ja gut, das Einzige, was bei Berlin halt wirklich den großen Unterschied macht, ist halt dieser Yunus Malli, ne? So Innenverteidigung, ja, ist gut. Aber ist jetzt auch nicht übermäßig stark, so. Alter, den kenne ich noch. Chabalalala, wie der heißt. Den kenne ich noch, der hat bei WM 2010 das erste Tor gemacht. Hat der so komisch getanzt. Ah. Was ich noch alles weiß, ey. So, okay. Niklas Dorsch haben die sich auch geangelt, ey. Ist natürlich auch ein starker Spieler. Kann ich mir den holen? Aha, okay. Ja, aber jetzt nicht. Okay. Alles klar. Scheiße. Gehen wir trotzdem einen Videotext rein. Aber ich schaue mir das aus sicherer Entfernung an. Aber ganz langsam. So. Oh, ein bisschen frische Luft ist es. Mm-hmm.
So. Also, ich glaube, im 0-0 auswärts können wir recht zufrieden sein. So. Okay, Bro, Florian Hartherz. Wir haben keinen für links. Oh, Mann. Wir haben keine für linke Verteidigerposition. Warum geht denn dann Klaus rüber? Und jetzt ist hier wieder alles verstellt. Ich raste aus. Ich hasse das. Ich hasse es. Ja, was machen wir jetzt? Kann irgendwer von den Linksverteidiger spielen? Ist jetzt so eine Frage. Vielleicht hier Kabi Linksverteidiger? Ah. Scheiße, ey. Fuck die Bitch, ey. Ah. Wir haben gewonnen! Junge! Junge! Wie war was? Pieper, Junge, du bist ein Tier! Ich muss mal kurz Tür zu machen. Junge! Alter, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Wo ist Pieper? Was? Der hat sich nicht verbessert? Ey, die wollen mich doch verarschen. Das ist lächerlich. Warte, und Reinhold Jaro ist schlechter geworden? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Der hatte nur Top-Noten. Oder sind hier irgendwie. Ja, und Hart jetzt natürlich, der uns verlässt, wird natürlich eine Stärke besser, ey. Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, S-Feind verlässt. Ach, fuck off, weißt du jetzt. Spielt uns nichts in die Karten, weißt du, fürs Rückspiel. Talent erhöht von Pieper. Sauber, ey. Das ist ein Tier. Großes Lob erstmal. Echt. Oh, war ja. Nilsson ist ja fit, der war verletzt, habe ich gar nicht mitbekommen. Quizshow, ja, blabliblub. Leistenriss. Boah, Mann, ey. Fuck off, ey. Berisha ist auch noch verletzt, das ist kacke. Das ist jetzt kacke, also hier auf außen können wir echt gar nichts bieten gerade. Auf links außen eventuell natürlich Vogelsammer immer noch reinpimmeln. Ob das dann so toll ist, weiß ich auch nicht. Rechts außen muss dann halt Zuku ran. Jetzt sind wir halt natürlich schon echt derbe schlechter. Ha. Sagen wir auch rechts außen. Britel noch rein.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ey. Das Hinspiel einfach zu 10-0-1 gewonnen, damit hätte ich nie gerechnet. Niemals. Naja, jetzt ist wieder. Ach, Mann. Ich würde ja sagen, wir lassen das jetzt einfach schnell durchlaufen. Ganz im Ernst, weil ich habe echt ein bisschen Panik. Ich habe ein bisschen Panik. Ah, Augen zu und durch. Oh. Geiler Scheiß. So, lass mal Co-Trainer auswechseln. Weil ich habe echt keinen Bock, da jetzt zu pausieren. Ich würde einfach nur Augen zumachen und aufsteigen, ne? Deswegen, sie müssen ja zwei Tore schießen. Oh Scheiße, ich bin gegen das Mikro gekommen. Sorry. Yeah. Aufstieg! Alter, ey, damit hätte ich null gerechnet. Null einfach. Und Piper grandios einfach. Jungs, wir sind aufgestiegen. Traurig, dass die Spiele nicht ausverkauft waren. Auch völlig realitätsfremd. Ich glaube, die wären eigentlich ausverkauft gewesen. Also im Real Life auf jeden Fall. Hundertprozentig. Geiler Scheiß. Und Klaus hat einfach jedes Spiel mitgemacht. Geiler Scheiß, ey. Die sind aufgestiegen. Holy fuck, ey. Und Regensburg ist auch abgestiegen. Dafür steigt Uerdingen auf. Bah. Braucht man nicht. Caligiuri, Mensch. Brauchen wir sowas? Ausstiegsklausel von 25.000. Warum müssen wir denn da noch Geld bezahlen, frage ich mich jetzt aber. Kann 25.000, ich meine, er ist halt schon alt. Aber, ja gut, er verschlingt auch scheiße viel Gehalt, dann lassen wir es lieber. Lassen wir das. Weil dafür, dass er dann vielleicht noch ein Jahr spielt, wenn überhaupt. Aufstieg. Geiler Scheiß, ey. Hätte ich echt nicht gedacht, das war Union Berlin da echt. Pieper, der ist einfach eine Granate, der Typ. In der Hinrunde ging es bei dem echt gut ab. Muss man echt einfach sagen. So, und will ich jetzt auch mal gucken, was Transfers angeht. Weil, da gibt es doch bestimmt jetzt was auch ablösefrei holen können. Was Gutes. 2,2. Wow. Wavell Morrison. Weiß ich nicht. Ich schlamm Gun. Ja, wieso nicht? Können wir uns das leisten? Oh Mensch, können wir uns leisten. Er ist Kasache. Zwar Kapitän seiner Mannschaft. Na, ab nach Deutschland mit ihm, Junge. Willkommen zur Europameisterschaft.